Kanal. In der heutigen Folge werden wir einen Maldando treffen. Wer ist Maldando? Wir werden uns zur Speisekammer vorkämpfen, denn dort erwartet uns ein ziemlich fetter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Gorm muss besiegt werden. In dieser Folge viel Spaß. Hallo und willkommen zu Diablo 3. Wir haben gerade diesen Schmied hier gerettet. Naja, wir haben eigentlich mehr geholfen, würde ich mal sagen. Okay. Wir setzen unseren Weg fort. Da kommt ein Pfeil. Die Bresche in der Festung, na endlich. Hier mein Wegpunkt. Und hier geht's in Ebene 2. Eine Etage tiefer. Nicht genug Essenz, ganz toll. Da geht's weiter, da wollen wir rein. Oh, die sind cool, die Viecher. Diese Reisen, die Vollwerk-Dämonen. Die sind cool, weil die sehen auch cool aus. So, das haben wir. Da haben wir. Das hat gerade geknallt, ja? So, die Tierreiter ohne Rücksicht auf Verluste. Wahnsinnige Gefallen haben wir ja auch, okay. Die sind alle nicht ganz normal. Da ist ein Ruhm, der mir verlinkt. Dann ein Vollwerk, der Moon. Hat was, ne? Aus dir wird doch eine großartige Leiche. Der ist auch. Da war ein Amulett. Und da sieht es ja schon wieder ein Boss aus. Der alles verzaubert. Da ist der. Wo? Da oben ist sogar unten das Seil, ne? Die ist auch gefährlich, diese Schicht hier drinnen, ne? Gerade noch zum Glück gehabt. Ja, diese Axt Zählenreise heißen die. Ja, die sind natürlich auch nicht ohne ihre Axt. Da muss man auch aufpassen. Eine prächtige Truhe mit. Oh ja, doch, gar nicht mal so schlechtem Zeug. Musste ja auch mal wieder sein, dass man irgendwas Brauchbares hier finden. Dann geht es wieder zurück, denn wir haben den falschen Weg genommen. Da geht es nach oben weiter. Müffelt, ne? Wie einer. Der müffelt von Kameraden. Ne? Schädelspalte, der Flügel. Genau, das ist nicht der Weg. Da oben müssen wir lang. Was ist das hier? Naja. Stufe 34. Dann noch einen Bollwerk-Dämon. Kraft des Blutes, okay. Die neue Rune für uns. Dann, ah ja, das ist ein Felion. Gift verzaubert und vereist, das ist natürlich blöd, ne? Das ist eine blöde Kombo. Das ist noch vereist. Sehr, sehr blöd. So, da geht's weiter mit dem Speerfragment. Turas. Vortex Gift verzaubert. Bin auf jeden Fall lieber als Eis und Gift. Das wollen wir mal gleich sagen, ne? Der ist aber zäh. Zweimal. Oh, cool. Zweihandstreitkolben in Gold. Und dann müssen wir hier schauen. So, okay. Identifizieren. Ja, haut ganz schön rein, das Ding, ne?
vom Leben her jetzt weniger als Meyer Sense. Aber vom Schaden her, ich glaube, das Ding gebe ich meinem Begleiter hier. Der darf das gar nicht haben. Warum? Das ist aber schade, oder? Da muss ja doch ich das nehmen. Das schauen wir. So, 1735, 17,4K. Ich glaube dir doch, das ist gut. Und Leben. Gut. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, ne? Das ist eine Sache, ich glaube sogar, dass die Sense viel besser ist. Okay. Ja. Wir lassen es mal so. So ist doch viel besser. Jetzt muss ich das Schild neu ausrüsten, ne? Okay. Das ist natürlich der Energierufer. Das ist natürlich besser als das Schild. Okay. Jetzt schauen wir uns das ja auch noch an im Vergleich. Das ist natürlich noch besser, ne? Plus 11. Ja, das ist viel besser. Wie sieht das Ding aus? Ja, auf jeden Fall besser als diese Schrumpelherzen, die es sonst so mit sich führt. Und die Schrumpel ist natürlich viel besser als der ganze andere Beihand-Mist, den es hier für den Totenbeschwörer gibt. Und das nächste coole Schild ist immer wieder ausgerüstet. Hier geht's ab. So. Dann haben wir wieder auch noch weg. Schädelspalter. Ich sehe schon, die sind magisch. So, da ist noch irgendwo ein Bossmonster unterwegs. So, vergessene Wache, das brauchen wir. Mal ein. Da bin ich aber gespannt, wenn der Pfeil kommt mit dem Wegweis. Das ist jetzt alles gar nicht mal so lang so und so. Na, war das denn hier bei mir ein Räuber? Nee. Das kommt nicht schlecht. Denn das sieht aus wie ein ganzer Krieg von irgendwelchen gestörten Monstern, der hier rumeiert. Die haben wir jetzt auch. Dann machen wir die hier noch weg. Also 49 Feinde. Nicht schlecht für den Anfang. Die Menschen glauben tatsächlich, dass sie sich in den lächerlichen Mauern verbergen können. Doch bis jetzt haben sie erst einen Vorgeschmack auf die ganze Macht unserer höllischen Streitkräfte bekommen. Wir werden sie in einer Flut der Sünde ertränken. Doch ist das Mädchen schwach und ihre Heldin wird nicht damit rechnen, dass wir vom Hunden angreifen. Lass die gefräßige Bestie los. So, endlich. Dachte schon, ich habe gar nicht mehr aufzureden. Seid zu spät. Und mal alles ein. Mein Diener ist bereits in eure Festung eingedrungen. Und sein Appetit ist riesengroß. Er wird eure Leiche und die eurer Freunde verschlingen.
Ja, das wird sich noch rausstellen. Da geht's rein. Ebene 3. Dann suchen wir den mal. So. Was ist das für ein Lastkran? Okay. Andere Dinge bei der falschen Richtung. So, einen Bollwerksdämon haben wir hier. Waren Fuß 25%. Waren Ruhe. Ja, aber der Diamant war ganz gut. So. Dann werden diese Bestien wir mal hier weiter. Ich denke, dass das Geld hier drin ist. Also, was haben wir hier? Ah ja. Die Liliata. Aber wieder diese Sphären im Gift. Da noch kein Kasten mehr. So, dann muss ich sagen, wir haben die Kasten mehr. Das sind diese Bollwerksdämonen. Heißt Bossmeister. Und jetzt machen wir gleich. Ein Glück. Gibt ihr das Glöckschütze hier im Glück? Ja. Kann ein paar den Eingang verstopfen. So, perfekt. Hier laufen wir mal weiter. Marodeure. Die Welt ist voller überdrüssig. Ah ja, da geht's weiter. Hier sind wir richtig. Das ist cool, dann treffen wir noch auf unseren Nebenboss, sag ich mal. Wir sind hier nicht allein. Da ist der Wegpunkt. Hier geht's rein. In die Speisekammer. Ihr seid diejenige, die Fürst Belial getötet hat. So, mal schauen, wie ich werde es genießen, euer Fleisch an eure Knochen zu reißen. Okay. Vor geht's zu. Oben zeigen, was eine Hacke ist. Ja, der Pollerei. Oder die Sauri. Und wir können dann aber dann drauf haben, dass der vereist ist. Ja, irgendwie muss er den Tag zum Einsatz bringen. Ja, ich werde auch ein bisschen dünner mit so einem Waffen-Bieten. Ja, ich habe gleich. Wenn man so ein bisschen Schaden kommt, dann haben wir uns auch gesehen. Da kann ich fast jetzt abziehen, weil da wäre es nicht voll durch das Lebenshaben. Jetzt, zack, hau mal um. Kalte Winter in der Westmark. Genau. Aber die Luft perfekt. Beißt sich in die Haut wie ein verfluchter Aasfresser. Wir können doch hier mal unser Banner aktualisieren. Jetzt geht es. Ein unbedeutender Sieg über einen nutzlosen Lakaien. Dann schauen wir mal, was sie uns erzählen haben. Ihr habt eure Zerstörung nur herausgezögert, nicht abgewendet. Eure Mauern sind nicht stärker als zuvor. Unserem Ansturm habt ihr nichts entgegenzusetzen. Der Stein wird trotzdem mir gehören. Ja,
Na gut. Dann? Aus der Waffenkammer waren entsetzliche Geräusche zu hören. Ja, jetzt also ist Tyrael losgegangen, um herauszufinden, was dort vor sich liegt. Doch. Er hat gesagt, dass ich euch dorthin schicken soll, falls ihr zurückkommt. So, Waffenkammer, das kommt doch an. So, Abschluss von diesem Teil. Seelenstein scheint jetzt stabil zu sein. Hier. Der Zorn der Dämonen. Die Konzentration ist unterbrochen. Ja, aber für wie lange? Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen uns endlich Asmodan stellen. Dann auf in die Schlacht. Genau, auf in die Schlacht zu Asmodan im nächsten Teil. Macht's.